Leute, hier ist euer Grimmel LP und es geht weiter, oder es geht nicht weiter, sondern es beginnt eine neue Art von Let's Play, nämlich das Let's Play Airbus Extended. Also das Let's Play Microsoft Flight Simulator Airbus Extended. Ja, ich habe mir ja die Boeing 737 NGX zugelegt und nachdem ich mich mit der schon sehr gut auskenne, habe ich mir jetzt den Airbus Extended von Aerosoft auch noch zugelegt. Und ich habe mir gedacht, ich fange mal mit dem Airbus Extended an, weil er wirklich viel leichter zu bedienen ist als die Boeing. Auch mit dem MCDU. Dazu komme ich später noch. Ich habe zwar viel zu erzählen, aber das kann ich ja dann während dem Flug erzählen. Nur die wichtigsten Dinge. Das ist unser Airbus A320 vom Add-on Airbus Extended von der Airline Delta. Und wir stehen hier am Flughafen New York LaGuardia. LaGuardia ist, glaube ich, der zweitgrößte nach dem John F. Kennedy International und wir fliegen heute nach Washington. Das ist ein etwas kürzerer Flug, aber da mit dem Add-on Airbus Extended keine Zeitbeschleunigung zu nutzen ist, werde ich jetzt immer nur kurze Flüge fliegen. So, ich starte noch schnell die Stoppuhr und dann zeige ich euch mal das Cockpit. Dann geht hier oben ein Fenster auf und dann wählt man diese Sicht aus. Ja, willkommen im Cockpit vom Airbus Extended. Hier oben beim Overhead, jeden Schalter kann man bedienen, den Scheibenwischer. Aber das Herzstück natürlich bei diesem Add-on ist dieses und dieses hier. Also das hier. Das ist das MCDU, wo man dann eine Flugroute einprogrammieren kann. So, der Flugzeug befindet sich im Cold and Dark Modus, das heißt alles dunkel und kalt. Als erstes holen wir das Flugzeug mal aus diesem Modus, indem wir hier oben als allererstes mal die Batteries anmachen, also die Batterien. Dann leuchten schon einige Instrumente. Als erstes fahren wir dann mit Steuerung J mal die Passagierbrücke heran, damit das Boarding beginnen kann. Dann müssen wir hier diesen Bildschirm aufdrehen. Diesen Bildschirm aufdrehen. Jetzt steht da Heading Map Not Available. Das müssen wir dann gleich mal ausrichten. Das zeige ich euch, wie das geht. Meine Maus spinnt gerade herum. So, jetzt geht's, genau. So, damit wir jetzt diese Map ausrichten können, müssen wir diese drei Schalter... Ach so, nicht so weit. Einmal umlegen. So, dann richtet sich das aus. Jetzt schauen wir, ob die Passagierbrücke schon herangefahren ist. Ja, die ist schon an. Ach, die dockt gerade an. Das ist schön. Wir können auch das Fenster aufmachen. Das ist alles möglich beim Airbus Extended. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil, nämlich zum Checklist-Teil. Wir machen Checklist on und Co-Pilot an und dann können wir die Cockpit Preparation Checklist starten und das wird der jetzt selbstständig abarbeiten, hört einfach zu. Okay, let's start with the Cockpit Preparation Checklist. Both on. Electrical power. External power on. Navigation lights. Set on. Both off. Check normal. Und er macht das auch alles, check. Was er sagt. Is off. Checked position. Check retracted. Idle. Check standby. Radio control panel. Set on. You can recall.
Check. Is on. Is on. Set. Set on. Are off. Is off. Check. Ich schließe das nur wieder, weil draußen ziemlich der Wind geht. Check. Set on. Checked. Active brake pressure. Checked. Ground proximity warning system. Are on. Electronic flight control system. Is on. ADIRS. Checked. Emergency equipment. Checked. Gut, die Checklist ist complete. Also ihr habt gehört, der arbeitet die selbst ab und macht das auch dementsprechend selbst. Dann Reset IRS to NAV, das haben wir da oben mit den drei Schaltern gemacht. Und hier steht jetzt in 3 Minuten, werden wir hier auch was sehen. Ich bin das so gewohnt, dass ich hier immer so hinzoome, dabei brauche ich ja hier oben auch einfach nur hier hinklicken. Dann drücken wir da unten einmal auf Clear, weil eigentlich kann man das auch so, und man drückt Umschalt 2, dann hat man das auch hier. So, dann gehen wir auf die Init-Page, aber mir ist es doch so schon um einiges lieber auf die Init-Page. Und dann hat der Airbus X Extended eine Tastatureingabe. Das heißt, man drückt einmal hierher, dann steht Keyboard Input On. Und jetzt können wir mit unserer Tastatur schreiben. So, unser Flug geht von... Also als erstes müssen wir da From To ausfüllen. Unser Flug geht von KLGA, also von New York LaGuardia nach... KIAD nach Washington. Da haben wir noch nie eine Route geflogen. Ich meine, ich bin da schon einmal geflogen, aber habe es nicht abgespeichert. Die Flight Number ist DT für Delta 6117. Habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht. Der Kostindex ist, also der Kostindex variiert zwischen Flughöhe und Fluggeschwindigkeit und einfach den Wirtschaftsgrad. Da kann man Zahlen zwischen 20 und 500, glaube ich, eingeben. Unser Kostindex ist heute 75. Der ist sehr häufig genutzt. Cruising Flight Level wird auf diesem kurzen Flug 20.000 Fuß sein. Und wir müssen jetzt nur mal allen IRS drücken. So, das wäre mal das. Das ist noch nicht ausgerichtet. Wir gehen jetzt hier nochmal her und wir können jetzt schon auf F-Plan gehen. Dann können wir eine Departure Route auswählen, indem wir hier klicken und auf Departure. So, jetzt muss ich kurz mal in der Vogelperspektive schauen, auf welcher Startbahn ich im Test gestartet bin. Das war auf der 1.3. Es ist knapp gewesen mit der Landebahnlänge für den Start, aber es ist sich ausgegangen. Darum starte ich jetzt auch mal auf der 1.3. Und dann gehen wir da runter. Und welche Departure-Route, also ich glaube, das war die da, oder? Muss mal nachgucken. Zoomen wir hier mal ran. Ja, genau, das war die Departure-Route. Ach, ich... So, jetzt sehen wir hier, die Bildschirme sind schon da. Die Departure-Route ist okay und wir klicken Insert. So, jetzt gehen wir da zu Manual und gehen auf Next Waypoint und unser nächster Wegpunkt, die kann man sich im Internet über eine Seite berechnen lassen, und unser nächster Wegpunkt ist SBJ. Das ist der Next Waypoint. Jetzt habe ich natürlich... Was? Und SB... Ach, jetzt habe ich da...
Ach, jetzt habe ich da Leertaste einmal gedrückt und habe da natürlich was eingegeben. Also nochmal zu Manuel. Next Waypoint. SSBJ. Und das fügen wir da ein. Genau. Jetzt gehen wir zu SBJ und gehen auf Airways und tragen da jetzt noch die Luftstraße J75 ein. Und über diese Luftstraße fliegen wir zum Wegpunkt MXE. So, und das war jetzt auch schon die komplette Route. Dann klicken wir einmal auf Insert. Dann gehen wir zum MXE, zum letzten Wegpunkt. Ach nein! Wir gehen jetzt auf... hier. Dann auf Arrival. Wir kommen rein über die 19 links. So habe ich das in meinem Test. Ich bin die Route vorher schon mal geflogen und habe die ausprobiert. Dann nehmen wir diese Landebahn, natürlich ILS, und nehmen die Arrival Route Lego 2. Können wir auf Insert drücken. So, jetzt nach... Es tut mir leid, ich habe gerade da oben irgendwas auf Add-ons oder so gedrückt. Ich wollte eigentlich hier und den Keyboard-Modus noch auf Off schalten. Genau, jetzt können wir hier auf F-Plan gehen und können hier nochmal unsere Flugroute durchschalten. Und werden dann sehen, wenn wir hier weitergehen. Hier sind ein paar starke Kurven. Dass die Arrival Route so nicht akzeptierbar ist. Man kann nicht so einmal runter, wieder rauf und wieder rein auf die Landebahn zu. So, wir haben jetzt diesen Wegpunkt, auf dem wir gerade den Husel, vielleicht auch noch den Movat, ja, den Movat auch. Also bis zum Movat müssen wir die dann herauslöschen. Das heißt, wir löschen den Movat heraus. Das machen wir so, indem wir Clear drücken. Clear, bis hier Clear steht. Und dann den Movat rauslöschen. Dann klicken wir nochmal auf Clear und löschen den Husel. Dann drücken wir nochmal auf Clear und löschen den Jack. Drücken nochmal auf Clear und löschen den da. Und drücken nochmal auf Clear und löschen den Manuel. So, jetzt können wir uns das anschauen. Und das sieht doch so ganz akzeptabel aus. Unsere Arrival Route geht da jetzt schön gerade auf die Landebahn zu. Und so kann man sich eben da noch seine Route formen, wie man sie braucht. Dann schalten wir hier wieder um und gehen jetzt nochmal ganz nach oben und schauen mal hier. Hier steht F-Plan Discontinuity. Drücken wir mal auf Clear. Ach, das geht nicht, ja. Dann muss ich zuerst auf Clear und den Manual herauslöschen. Ich meine, es ist für den am Anfang schon etwas kompliziert, aber wenn man es dann einmal versteht, ist es gar nicht. Genau, jetzt geht das Route Discontinuity auch heraus. Dann steht hier nochmal Flight Plan Discontinuity. Drücken wir nochmal auf Clear. Löschen das auch noch. Dann ich will, genau, hier steht nochmal eines. Und das löschen wir auch noch heraus. Genau. Jetzt ist die Route eigentlich fertig eingegeben. Wir gehen nochmal auf F-Plan und schauen uns die nochmal durch. Wir starten hier, fliegen da weiter, kommen da schön gerade auf die Landebahn zu. Sehr schön.
Dann muss ich euch sagen, ich weiß nicht, es geht nicht anders. Hier wird er einmal im Kreis fliegen. Das war bei meinem Test auch schon so, da habe ich mich dann ziemlich geärgert, aber es ist halt so. Ich weiß nicht warum, aber er fliegt da einmal im Kreis und dann folgt er der weiteren Route. So, dann schalten wir hier wieder um. Und eigentlich wären wir dann auch fertig mit der Programmierung. Wir müssen nur noch auf Fuel. Ich lasse das raus mit dem Fuel. Man könnte da nämlich beim Airbus X Extended diesen Fuel Planner mit geliefert. Da könnte man sich auch nochmal Fuel berechnen lassen und den dann da eingeben, aber das lasse ich für heute. Mal sein. Dann gebe ich hier mal unsere Reiseflughöhe rein. Ich halte die Maus darauf und dann kann ich das mit dem Mausrad bewegen. Dann stelle ich das auf 20.000, weil das unsere Reiseflughöhe für diesen kurzen Flug ist, weil es gar nicht viel bringt, höher hinauf zu steigen. Und dann wären wir fertig. Dann müssen wir die Türen schließen, um dann mit der Before Start Checklist zu beginnen. Dann, ich will da immerhin summen, das ist so eine Angewohnheit. Ich brauche doch nur hier drücken. Dann gehe ich einmal auf Return, Aircraft Doors und Front. Left Door closed. Dann kann ich die Passagierbrücke mit Steuerung J am Wegfahren. Genau, genau, danke für Before die Meldung. Start checklist. Und jetzt beginnt er mit der Before Start Checklist. Closed and locked. Set on. Set on. External power. Disconnected and off. Set on. Idle. Set on. 1 0 1 3. 0 1 3. Check beacon lights. Set on. Check in Amerika ist es eigentlich so, dass man in AG hat, also in AG, und deswegen habe ich dann noch schnell umgestellt. So, jetzt könnten wir eigentlich schon mit dem Pushback beginnen. Ich sehe mir das Flugzeug nochmal von außen an. Die Passagierbrücke fährt gerade noch weg. Da ist gerade ein Flugzeug gelandet. Die Keile sind noch untergelegt, aber die tut dann eh der Pushbacker weg. So, ich glaube, wir sind fertig. Dann. Gehen wir auf Start Push. Wie viele Meter wollen wir zurückgepusht werden? Ich würde sagen 20, wie ich mir das da so angeschaut habe. Und nach links. Um 90 Grad. Ich schaue nochmal, ob das so stimmt. Also nach links stimmt. 20 Meter könnte passen, nur mehr als 90 Grad. Das sind 100 Grad. Oder 95 gebe ich an. Ach, mehr als 90 geht gar nicht. Ja, dann auf Start. Flight deck to ground. Go ahead. ATC clearance for push and start received. So nehmen wir an, dass wir das ground haben. Equipment and services are clear. Roger.
Ground equipment and jetway clear. Doors closed and steering pin in position. Awaiting your instructions. Start pushback. Roger. Please release parking brakes. Yeah, okay, I just gesagt, please release parking brake. Good, habe ich. Parking brake released. Okay, starting pushback. Clear to start both engines. Is okay. Please start both engines, sagte er. Dann legen wir diesen Schalter auf Start und Engine 2. Hat nur einen Flug K genommen. Engine 2 is stabilized. Bravo. Start Engine 1. Einfach diesen Hebel umlegen. Ach, ich hab sogar, das war sogar zu weit, 20 Meter. Ich stehe in einem anderen Flugzeug drin. Sehr schön. Sehr schön. Set parking brake. Pushback complete. Parking brake. Set parking brake. Okay, tow bar disconnected. No steering pin removed and hold clear signal to the right. Have a good flight. Have a good flight. Thank you. Wait. Ich will nur aus dieser ungünstigen... Let's proceed with the after start checklist. Set. Set off. Set off. Ground spoilers. Set. Check zero. Ich stelle mich hier mal hin. Set. Full left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Full up. Full up. Full down. Full down. Neutral. Neutral. Ruder. Ruder full left. Full left. Ruder full right. Full right. Neutral. Neutral. Die Flapsphäre. Are off. Checked. Checked. Hand signal. Received. Wunderbar. Dann dürfen wir jetzt Taxi. Ich will nur Vogelperspektive und schauen, wie wir rollen müssen. Okay. Ich kenne mich aus. Nö, durchwickelt nicht wirklich. Ich werde schon schaffen. Taxi in check. Set on. As required. Brake. Press pedal. Check zero. Bravo. Auto brake. Max. Shelter. Set. Okay. Check. Flight instruments. Check. Set. Checklist complete. Alpha November, cross 15 right, hold short 15 left.
Und vor der Startbahn halte ich dann, beende dieses Video und der Start. Ja, ist dann im nächsten Video. So, wir müssen über diese Startbahn, normal müsste man da links und rechts schauen. Approaching to 2. Ich habe da jetzt aber nicht wirklich Lust, da stehen zu bleiben und zu gucken. Drum rolle ich da jetzt einfach weiter. Was ist das für eine Brücke da? Wie heißt denn die schnell? Ist das nicht die New York, die komische große Brücke, die... irgendwas mit Bridge. Mir fällt es gerade nicht ein. Attendance, please prepare for takeoff. Before takeoff checklist. Checked. Are off. Check normal. TA and RA tilt above. Set on. Stowed. Approaching 1-3, das stimmt. So, jetzt halte ich hier nochmal. Setz die Parkbremse und wir hören uns dann im nächsten Teil wieder. Da starten wir und für den Steigflug oder ja, starten wir. Macht's gut, euer GrimLP.